Gemeinsam mit Pfarrer Eller und im Namen des gesamten Pastoralteams Franziska von Aachen grüße ich Sie und euch ganz herzlich zum Palmsonntag. Wir erinnern uns heute daran, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Mit Palmzweigen jubelten die Menschen Jesus zu und bereiteten ihn mit ihren Kleidern, die sie auf der Straße ausbreiteten, einen königlichen Empfang. Wir freuen uns, dass wir das sichtbare Zeichen des Palmsonntags als ein Zeichen der Hoffnung und des Segens Ihnen auf diese Weise weitergeben können. Ich möchte die Palmzweige nun segnen mit dem Wasser, das uns an die Taufe erinnert, und mit dem Weihrauch, der das schöne Zeichen der Verbundenheit von Himmel und Erde ist. Wenn Sie Palmzweige zu Hause haben, dann möchten wir diese ganz bewusst in diesen Segen mit einschließen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung auf Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Sei gesegnet von dem, zu dessen Ehre du verreist. Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna. Hosianna ist der Jubelruf des Volkes, aber zugleich auch ein Flehruf. Denn Hosianna heißt übersetzt, hilf doch. Hosianna jubelte die Menge Jesus zu, als er in Jerusalem einzog. Alle Hoffnungen hatten sie auf Jesus gesetzt, der vom anbrechenden Gottesreich gesprochen hatte. Hilf doch, rufen wir auch in diesen Tagen, in denen viele Sorgen und Ängste uns umtreiben und in denen wir gleichzeitig etwas vom anbrechenden Gottesreich spüren. Da, wo wir einander helfen und die Augen offen haben für die, die unsere Hilfe gerade besonders nötig haben. Hosianna. Wir wünschen von ganzem Herzen eine gute Karwoche. Bleiben wir miteinander verbunden auf alle Weisen, die uns jetzt möglich sind, und im Gebet. Hosianna. Bis bald.